Hi Sportsfreund, schön, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen beim neuen Video. Ich bin Matthias und heute geht es um die Fettverbrennung. Wir werden die Fettpolster zum Schmelzen bringen durch ja, Krafttraining, Cardiotraining und gleichzeitig werden wir versuchen, ein High-Intensity-Intervall-Training daraus zu machen. Komm auf deine Matte oder beziehungsweise mach dir ein bisschen Platz. Es wird schwitzig werden. Wir werden jetzt in 20 Minuten den Körper anheizen und dadurch wirklich anfangen zu schwitzen. Wir beginnen mit einem Hampelmann. Wir beginnen mit einem Warm-up. Wir bringen den Körper erstmal auf Betriebstemperatur. Den Kreislauf bringen wir jetzt in die Höhe. Und dadurch werden wir, wie gesagt, die Fettverbrennung ankurbeln. Spring locker mit den Beinen zur Seite, lande sanft mit den Füßen auf dem Boden auf und schwing die Arme mit hohem Bogen über den Kopf. Sehr, sehr gut. Schön hüpfen. Sehr, sehr gut. Jetzt in 4, 3, 2, 1. Bleib am Hüpfen. Stell dir vor, du hast einen Springseil in der Hand. Oh yes. Ja, du hast hier die richtige Motivation vor dir. Und jetzt werden wir langsam den Puls in die Höhe treiben. Du kannst wirklich von überall mitmachen. Sei es im Schlafzimmer, sei es im Wohnzimmer, sei es im Fitnessstudio, da wo du so am Schwitzen kannst. Und gleichzeitig, Hauptsache du hast eine Dusche danach. In Reichweite. Also jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um wirklich sich fertig zu machen. Jetzt geht's los mit Joggen. Jetzt zerstören wir uns mal so richtig. Bring mal deine Knie richtig hoch. Sehr, sehr gut. Oh yes. Merkt ihr schon, wie die Körpertemperatur steigt und die Herzfrequenz dazu? Jetzt kreist mal mit den Armen nach vorne. Ganz locker nach vorne kreisen. Oh yes. Ein bisschen aus der Knie immer wieder nach oben bringen. Jetzt die Rotatoren, die Arme nach innen kreisen lassen. Oh yes. Andere Richtung. Schön den Innenarm kreisen. Yes. Jetzt kommst du in einen schulterbreiten Stand und jetzt drehst du dich mal von links nach rechts, bringst den Arm nach unten. Sehr gut. Immer schön versuchen, den Fuß zu berühren. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Jetzt können wir mal runter. Komm quasi in eine Plank und jetzt versuchst du mal, dich immer wieder zur Seite zu drehen und das Bein immer wieder auszustrecken. Und wenn du mehr machst und mehr Power reinbringst, dann merkst du, wie der Puls immer steigt. Yes. Schön in der Liegestützposition bleiben. Du merkst es aus den Armen. Noch 4, 3, 2 und 1. Komm kurz hoch. Aktive Pause. Damit wir den Puls nicht verlieren.
Oh yes. Bleib schön in Bewegung, kein Problem. Du bist zu Hause, du bist voll dabei. Atmen nicht vergessen, lächeln nicht vergessen, sehr gut. Jetzt gehst du wieder runter zur Plank und machen das gleiche nochmal. Bloß jetzt versuchst du deinen Fuß immer zu berühren. Huh. Du merkst es langsam in der Schulter. Sehr, sehr gut. Atmen nicht vergessen. Huh. Huh. Yes. Immer schön kicken. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Komm kurz hoch und bleib am Laufen. Huh. Jetzt für die nächste Übung kommst du auch quasi runter zum Boden und wirst quasi locker mit den Knien über dem Boden bleiben. Und jetzt gehst du über den Boden immer hinweg. 2 Schritte nach vorne, 2 Schritte nach hinten. Gleichzeitig mit den Armen gehst du noch mit. Geh schön tief mit den Knien über dem Boden. Kannst auch gerne mal ablegen, die Knie. So ist es nicht. Aber versuch die Spannung zu halten. Oh, yes. Oh, yes. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Komm wieder hoch. Bleib in Bewegung. Damit wir die Ausdauer, den Herzfrequenz nicht verlieren. Ich darf atmen nicht vergessen. Ich krieg das schon mit im Kopf. Ein bisschen Sauerstoffmangel herrscht da schon. Also immer schön durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Immer schön atmen. Jetzt, nächste Übung. Komm in einen schulterbreiten Stand und wir werden jetzt wie beim Boxen, wie würde ich sagen, Fist Drill. Schön vom Kopf die Arme rotieren. Yes. Schön explosiv, immer wieder aus dem Unterarm heraus. Noch 4, 3, 2 und 1. Aktive Pause. Sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir gleich zu den Squats. Ja, geh so tief mit dem Po zum Boden, wie es geht. Spür den Impact in den Beinen. Komm in den schulterbreiten Stand. Und gleichzeitig berührst du immer wieder abwechselnd mit der Hand den Boden. Sogenannte Squats Touchdown. Sehr gut. Achte dabei drauf, dass die Knie hinter den Zehen bleiben. Sehr, sehr gut. Schön immer tief gehen mit dem Po und nicht die Geschwindigkeit verlieren. Immer schön atmen. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Aktive Pause. Sehr, sehr gut. Die nächste Übung ist was für die Wade. Ja, da positionieren wir uns auf die Zehenspitzen. Also kommst du in einen hüftbreiten Stand, komm auf die Zehenspitzen und hier immer wieder schön hoch und runter, hoch und runter. Geh aber mit der Ferse nicht ganz auf den Boden.
Und hier wirklich, huh, aus der Wade heraus, huh, den Oberkörper nach oben drücken. Huh, huh, sehr, sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Aktive Pause. Jetzt kommen wir gleich zu einer witzigen Übung. Ich nenne die mal den springenden Frosch. Huh. Wir gehen dann runter zu Boden. Ja, gehen wir runter zu Boden. Kommen quasi in eine Plank-Position. Und jetzt springst du mit den Füßen immer nach vorne und nach hinten. Häng hier nicht durch, dass du wirklich immer wieder die Bauchspannung hast. Der Po wird fest beim Zurücksetzen der Füße. Yes. Ja. Noch 4, 3, 2 und 1. Komm nach oben. Schön in Bewegung bleiben. Oh yes. So, jetzt machen wir was für den Rücken. Das sieht wie folgt aus. Du gehst runter zu Boden, legst dich mit dem Oberkörper hin, streckst die Arme nach vorne aus und hebst jetzt immer abwechselnd den rechten Arm an und das linke Bein. Schön kämpfen, nicht aufgeben und immer schön anspannen. Oh yes. Und schön hochgehen. Sehr, sehr gut. Schön den oberen und unteren Rücken immer wieder abwechselnd stärken. Noch 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Komm hoch. Aktive Pause. Oh yes. Ich fange an zu schwitzen. Oh yes. Da haben wir doch wirklich eine gute Betriebstemperatur in uns. So, nächste nennt man. Gehen wir quasi in die Push-Ups über. Ja. Also. Also geh mal mit den Händen am Schienbein runter zu den Füßen. Geh mal nach vorne. Und der Po bleibt aber in der Luft. Jetzt versuchst du mal. Immer wieder schön aus der Schulter, Nackenbereich, den Kopf zu senken und um wieder hochzudrücken. Und hier bin ich explosionsartig. Hoch. Hoch. Und schön durchbeißen. Gas geben. Und schön versuchen, die Ellbogen immer im Körper zu lassen. Um die Brustmuskulatur auch noch zu kräften. Jetzt. Noch 4. 3. 3. 2. Und 1. Yes. Komm hoch. Aktive Pause. Sehr, sehr gut. Schön. In Bewegung bleiben. Schön brennen. Oh yes. Jetzt kommen wir gleich zur nächsten Übung. Kein Problem, wenn ihr immer wieder
absetzen müsst, mal stehen bleibt oder mal eine Pause macht, was trinken. Also, wir gehen jetzt wieder runter zu den Push-Ups. Also, kommen wir in die Ausgangsstellung. Push-Ups. Also, Arsch anspannen, Bauch ist fest und runter. Oh yes. Schön rausdrücken, wenn das nicht reicht. Hebst du noch ein Bein an. Kein Problem. Wow. Das ist anstrengend. Aber jede Seite will einmal belastet werden. Oh. Du kannst auch gerne die Knie ablegen. Kein Problem. Denk immer daran, dass die Schultern immer ganz nah beim Körper bleiben. Noch 4, 3, 2, 1. Und letzte Mal. Komm hoch. Aktive Pause. Schön in Bewegung bleiben. Schön schwitzen. Um die Fettpölsterchen im ganzen Körper zu verbrennen. Sehr, sehr gut. Jetzt machen wir was für die Arme. Ja, und das ohne Geräte. Ist das unglaublich? Ja, das ist unglaublich. Also, hier ballen wir eine Hand, ballen wir eine Faust. So, schön, schön ballen die Faust. Du merkst jetzt schon, wie der Bizeps sich anspannt. Jetzt nimmst du die linke Hand oben drauf und immer schön mit Druck arbeiten. Von oben nach unten. Also der linke Hand drückt von unten und die rechte Hand drückt von unten gegen die Hand. Oh yes, richtig schön anspannen. Nicht schummeln, dass du wirklich hier auch den Bizeps aufbaust. Und das Ideale ist, dass du auf der anderen Seite den Trizeps trainierst. Oh yes, so soll es sein. Schön halten die Spannung. Noch 4, 3, 2 und 1. Yes. Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Also linke Hand geht runter, rechte Hand geht oben drauf. Und hier auch wieder die Faust beilen. Du spürst schon jetzt schon wieder die Kraft im Bizeps. Oh yeah. Und hier wieder schön mit drücken. Immer schön gegendrücken. Schön gegendrücken, nicht schummeln. Du willst ja natürlich auch das T-Shirt einmal mal zum Platzen bringen. Oh yes. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Jetzt nehmen wir wieder den anderen Arm. Und diesmal zeigt aber die Handfläche nach oben. Linke Hand oben drauf. Und hier auch wieder. Schön durchdrücken. Nach oben. Oh yes. Schön anspannen. Oh, schön gegendrücken. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Andere Seite, Handfläche nach oben, Faust beilen und rechte Hand oben drauf. Und hier schön mit Gegendruck arbeiten. Yes. Auch nochmal. Ja, hier kommt der Pump. Und schön gegendrücken. Noch 4, 3, 2 und 1. Oh, sehr gut. Kurz ausschütteln. Jetzt kommen wir nochmal runter zum Boden. Und wir machen nochmal etwas für den Bauch. Winkel die Beine an, komm auf den Rücken. Und jetzt legst du die Hände auf die Oberschenkel und versuch mal deine Knie zu berühren. Mit den Händen. Komm mit den Schulterblättern weg vom Boden. Heb sie schön ab. Oh yeah. Und nimm wirklich die Hände als Leitlinie. Kein Problem. Yes. Schön hoch.
Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Jetzt nimmst du mal die Beine an. Ja, und jetzt rollst du immer schön ein. Das Knie zur Brust. Ja, und dabei geht das Knie auch mal nach rechts, zur Mitte und wieder nach links. Um wirklich die schrägen Bauchmuskeln auch nochmal zu trainieren. Schön aus der Bauchmuskulatur die Knie immer wieder ranziehen. Haben wir schön den ganzen Körper heute zum Schwitzen gebracht. Oh yes. Schön mit der Muskulatur arbeiten, nicht mit Schwung. Oh yes. Immer schön zur Seite gehen. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Jetzt hebst du die Beine mal an. Kurze Pause für den Bauch. Ja, aber das Anwinkeln oder das Anheben der Beine hilft nochmal der Muskulatur, der Herzmuskulatur, die Herzfrequenz zu halten. Und jetzt versuchst du abwechselnd immer wieder mit der rechten Hand den linken Fuß zu berühren und mit der linken Hand den rechten Fuß zu berühren. Immer schön hochgehen, die Schulterblätter vom Boden lösen. Und abheben, wir wollen ja hoch hinaus. Oh yes, immer schön abwechselnd mit den Händen zu den Füßen. Yes. Yes. Schön nach oben. Oh, merkst du es auch in den schrägen Bauchmuskeln? Da soll es hingehen. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Greif die Kniekehle, mach einen Schaukelstuhl, komm nach oben. Und jetzt nochmal zum letzten Mal machen wir den Hampelmann. Nochmal richtig ankurbeln die Herzsequenz. Bis Power einsetzen und du kannst natürlich auch mal versuchen einen Star zu machen. Immer schön aus nach unten und nach oben und immer wieder schön landen. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Gib dir einen High Five. Daumen nach oben. Fühl den Heartbeat. Oh yes. This is high. Jetzt kommen wir in einen Cooldown. Yes. Jetzt gehst du mal runter zu den Füßen und machst dich nochmal richtig schön rund. Leg das Kinn auf die Brust ab und mach den Rücken rund. Oh yes. Atmen. Nicht vergessen. Oh yes. Jetzt gehst du mal mit beiden Händen zur linken Seite. Oh yes. Ich hab's richtig nötig. Ich gehe gleich unter die Dusche. Komm kurz hoch. Geh wieder runter. Oh yes. Mit beiden Händen zur rechten Fuß. Schön in Länge ziehen alles. Oh, richtig nices Workout. Komm hoch. Geh mit dem rechten Fuß über den linken Fuß. Und geh nochmal. Mit den Händen schön zur Seite. Oh yes. Zieh die ganze Seite in die Länge. Sehr, sehr gut. Und zur anderen Seite. Linker Fuß geht über den rechten Fuß. Schieb die Hüfte schön nach links. Verstärk die Dehnung auf der linken Seite. Oh yes. Sehr, sehr gut. High Five. Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich muss unbedingt unter die Dusche. Das seht ihr selber. Ich bin voll am Schwitzen. Sehr genial, wer bis zum Ende dabei war. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Matthias. Ciao.